Entschuldigung, wir müssen wirklich nach Kurumori. Bist du sicher, dass es keinen anderen Weg dahin gibt? Das Schikadier. Ich würde es dir halt nicht verraten. Ego-sama ist nämlich da geendet. Wegen euch, Mensch. Das tut mir leid. Wir sind gerade erst hier angekommen. Und wir wissen halt nicht, was hier passiert ist. Wart mal kurz. Wie kommt's eigentlich, dass du verstehst, was ich sage? Das hast du jetzt erst mitbekommen? Ach, das ist schwer zu erklären. Vielleicht bist du ja kein normaler Mensch. Natürlich nicht. Kihara-chan sieht vielleicht dumm aus, aber sie ist eigentlich echt smart. Und ich habe schon wieder was weggedrückt, deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt gerade noch gesagt habe. Ich blödes Pidgin. So. Okay. Ich habe gehört, wie du erwähnt hast, also dass dieser Baum hier am Verwelken ist. Oder ja, wieso? Hat das irgendwas mit Ego-sama zu tun? Ja. Dieser Name namens Tamasaki. Also, so heißt der Baum. Und er würde nur hier blühen. If it is watered with sunshower rainwater. Was? Also, der kann nur blühen, wenn er mit sunshower rainwater. Also, warte mal. Sonnenstrahlen Regenwasser gewässert wird. Was? Ego-sama kontrolliert das Wetter und alle vier Jahreszeiten. So hier in der Gegend. Und nur durch ihn kann man an das geschätzte Sonnenstrahlen-Regenwasser kommen. Aber tja, seit Ego-sama eingeschlafen ist, naja, da hat auch dieser Baum schon lange kein Wasser mehr bekommen. Eingeschlafen? Ich vergesse mal Deity. Die Kraft dieser, ich sage jetzt einfach Hoheit, also es ist halt, Deity ist halt Gottheit, gut, die Kraft dieser Gottheit kommt von dem Glauben der Menschen. Und wenn eine Gottheit an Glauben verliert, dann wird, ja, dann verfällt die Gottheit in Schlaf. Gerade weil sie ihre Kraft verloren, ihre heiligen Kräfte verloren hat. Ego-sama hat das Land hier immer beschützt, selbstlos, ohne sich zu beschweren, für Jahre, für Jahrzehnte. Aber anstatt sich bei Ego-sama für seine Freundlichkeit zu bedanken, haben diese Dorfbewohner sich einfach entschieden, an eine neue Gottheit zu glauben. Eine neue Gottheit? Hat das irgendwas mit diesem Shinri Tengoku zu tun? Ich habe eine Frage. Was gibt's? Wenn ich an dieses Sunshower Rainwater rankomme und es schaffe, dass dieser Baum wieder blüht, würdest du uns dann einen anderen Weg nach Kurumori zeigen? Sunshower Rainwater ist wirklich wichtig. Aber wie willst du nur bitte da rankommen? Naja, erinnerst du dich noch, wann es das letzte Mal gegeben hat? Das habe ich vergessen. Ach, richtig. Wann auch immer du... Was? Wann auch immer die Füchse eine Hochzeit abhalten, dann gibt es Sunshower. Eine Fuchshochzeit? Was?
Naja, Eko-sama ist in guten Zeiten mit dem Fuchs-Clan Tamasaki, der hier in der Gegend lebt. Ach so, in good terms, also versteht sich gut mit dem Fuchs-Clan, der hier in der Gegend wohnt. Und dieser Baum wurde quasi diesem Fuchs-Clan als Geschenk gegeben. Wann auch immer ein Fuchs vom Tamasaki-Clan eine Hochzeit abhält, würde Eko-sama diesenjenigen das wertvolle Sunshower bei Nachtfall, also sobald es Nacht wird, geben, als Ausdruck der Wertschätzung. Wenn meine Erinnerungen mich nicht trügen, dann gab es eine Fuchshochzeit ein paar Jahre zuvor. Aber ich erinnere mich nicht, wann das war. Warte, warum möchtest du das überhaupt wissen? Das ist schwer zu erklären. Aber wenn... if you can give me a rough idea of that time... Wenn du mir aber eine grobe Idee geben kannst, wann diese Zeit gewesen ist, dann kann ich dir dieses Sunshower in Water bringen. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht kannst du in das Schulgebäude in dem Dorf gehen und da irgendwelche Hinweise finden. Die Fuchshochzeit wurde nämlich in der Nähe der Schule abgehalten. Ich hab verstanden. Kannst du das wirklich bekommen? Naja, solange wie du uns einen anderen Weg zeigen kannst, verspreche ich dir, dass ich definitiv rankommen werde. Bevor Eko-sama eingeschlafen ist, hat er sich immer Sorgen um diesen... Darum... Was? Hat er sich immer am meisten Sorgen um diesen Baum gemacht? Also gut. Solange du mir das Sunshower Rainwater bringen kannst, werde ich dir dann auch einen Weg nach Kurumori erzählen. Oder zeigen. Okay. Okay, das ist also unsere Aufgabe. Alles klar. Ein verdorrter Baum, der arme Baum. Der arme Baum, okay. Dann wollen wir mal nach oben. Was? Was sind das? Ich hab nichts gesehen. Chiara! Ach so, das Eis rausgekommen. Du hast aber über die Legende hier gehört, oder? Leute, die eine Fuchshochzeit sehen, werden verhext. Was? Ja, ich hab davon gehört. Und doch hast du dich dazu entschieden, das zu tun? Naja, wir haben keine andere Wahl. Außerdem, diese Art von Legende ist offensichtlich nur dazu gedacht, um Kindern Angst einzujagen, die nicht früh nach Hause gehen. Also, um eher nach Hause zu gehen. Hart arbeitende Novellisten wie uns werden sowas von traurig sein, wenn wir in so eine Schublade gesteckt werden. Entschuldige. Ich werde mir eins von deinen Büchern kaufen, wenn ich es mal sehe, die Tage. Warte mal. Take it that I'm supporting your creative works. Sieh es also als Unterstützung deiner kreativen Arbeit. Wirklich? Ah, ich werde dir... Dann werde ich dir vergeben. Übrigens so nebenbei. Würdest du es mögen, Would you like me to sign on it? On a time card? Was, würdest du mir signieren? Ach nee, würdest du wollen, dass ich dir signiere, wenn es soweit ist? Ja, klar. Ich meine, ich wäre schon überglücklich, ein Autogramm von Kiratani-Sensei zu haben. Das wirkt jetzt wie Sarkasmus, wenn ich nach dem Bild gehe. Ach, so manchmal wundert es mich irgendwie, wie leicht ein
wie, warum sie so leicht zu handhaben ist wie ein Baby. Weil sie ein Küken ist. Jetzt sollen wir das nutzen, oder was, damit wir da reinkommen können. Ich verstehe. Ach so, nee, ach stimmt, wir müssen ja erst da reingehen. Oder was? Warte mal. What are you looking for? Oh, hi! Sprich mit uns. Hi, na, wie geht's? Die Vogelscheuche scheint irgendwie gerade was gesagt zu haben. Oh, Mann! Du siehst irgendwie bekannt aus. Okumusumecha. Little girl. Und ich sehe, ich kann in deinen Augen lesen, dass du was verloren hast. Suchst du irgendetwas? Also nach irgendeinem Gegenstand oder nach einer Antwort? Ich habe gehört, dass eine Fuchshochzeit hier irgendwann mal abgehalten wurde. Wann war denn das? Du bist genau zur richtigen Person gekommen, Komusumechan. Ich stehe hier schon seit Jahrzehnten und, ja, ich weiß alles, was hier in der Gegend passiert ist. Aber, ja, wenn du möchtest, wenn du die Antwort wissen möchtest, ja, dann, musst du mir erst ein paar Fragen beantworten. Na dann mal los. Die erste Frage. Was ist die Frucht, die außen grün ist und innen rot? Eine Watermelon. Das ist einfach. Korrekt. Die zweite Frage. Was für eine Frucht ist schwarz, wenn sie klein ist und grün, wenn sie voll ausgewachsen ist? Warte mal. Grün, wenn sie voll... Ist das immer noch eine Watermelon? Das ist richtig. Der liebt Watermelons. Ich glaube, alle Fragen haben mit Watermelons zu tun. Die Antwort ist immer noch yummy und... Was? Ist immer noch die yummy und juicy Watermelon. Gut. Wo wir gerade darüber sprechen. Ich bin irgendwie plötzlich gerade so irgendwie voll. Ich habe halt Bock auf eine Wassermelone. Komusumecha. Würde es dir was ausmachen, eine für mich zu pflücken? Ist das nicht die Aufgabe, ist das nicht deine Aufgabe, die Melonen hier zu bewachen? Ja, das macht doch jetzt eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Ich meine, ist der Besitzer dieser Melonen ja schon seit einer langen Zeit verstorben. Und solange du mir, sobald du mir eine Wassermelone bringst, dann werde ich dir auch deine Frage beantworten. So nebenbei, es muss natürlich eine reife Wassermelone sein. Alles klar. Dann wohl die hier. Diese Wassermelone sollte reif sein. Aber theoretisch ist dieses Dorf unbewohnt und es... Warte mal. And there should be no one tending to this field. Yet why this... Ach so. Und eigentlich kümmert sich keiner hier um dieses Feld. Also warum ist diese Wassermelone so groß? Kiara-chan, diese Vogelscheuche wirkt irgendwie nicht vertrauenswürdig. Was, wenn da eine Falle drin versteckt ist? Diese Vogelscheuche ist in der Tat ein bisschen komisch. Aber ich bin auch neugierig. Vielleicht ist da wirklich irgendwas. An indistinct set of bleached human bones is uncovered from the soil beneath the watermelon. Cool, da lagen Knochen drunter. Was? In der Erde. Warum? Fick dich, du blöde Scarecrow. Warum lachten die so ekelhaft gerade? Was soll denn das? Keine Sprachausgabe. Überraschung. Ist das nicht überraschend?
Es sind menschliche Knochen. Ja, das ist so lustig. Menschliche Knochen, toll, geil. Oh Mann, es sieht aus, als würden diese Knochen hier schon vor Jahren vergraben worden sein. Das ist also, warum diese Wassermelone so groß geworden ist. Die muss irgendwie die Nährstoffe des Menschen absorbiert haben. Dann würde ich die nicht essen wollen. Ja. Menschen können guter Dünger sein. Ja, geil. Hä? Hey, hey, hey! Was? Warte, warte! Die sind menschliche Knochen, richtig? Die sind menschliche Knochen. Warum bist du so ruhig deswegen? Uah! Mann, das war mein am besten designter Prank, Mensch. Oh, Alter, ist doch kacke von dir. Warum bist du so ruhig? So. Hey, ist irgendwas falsch mit in deinem Kopf, Komusumichan? Ich meine, normale Menschen würden übelst erschrecken und würden sich selbstverständlich einessen. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ich kann Monster und Geister sehen, seit ich geboren bin. Und ich habe schon wesentlich mehr angsterfüllendes Zeug gesehen, als du denkst. Also als das hier. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Ganz kurz. Sie hat schwarze Haare, ist ziemlich kühl, die Haare sind auch nicht so lang. Und sie kann Geister sehen, seit sie geboren ist. Okay, gut. Das passt nicht ganz, aber sie ist also Kari. Sie ist Ichigos kleine Schwester. Wir haben es rausbekommen. So. Aber nein, sehr Kihara Kashin. Aber das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Bleach, ne? So. Manu! Das macht überhaupt keinen Spaß, Mensch. Du bist voll langweilig. Nun. Wo du nun die ganze Zeit hier bist. Solltest du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wie diese Knochen hier überhaupt geendet sind. Mann, ich bin überhaupt nicht in der Verfassung, darüber zu sprechen. Ist schon noch, ob ich etwas weit hergeholt an der Stelle. Ja, nein. Es ging hier gerade nur, weil. Wieso ist das weit hergeholt? Karin kann auch Geister sehen. Hollows sind Monster, Geister sind Geister. Das sind auch Yokai. Außerdem ist Kalin auch kühl und hat kurze schwarze Haare. Wieso ist das weit hergeholt? Ich hab das nur verglichen. Mann, das war ein Joke. Ist ja schon klar, dass das nicht Kalin ist. So, egal. So. Na gut. Ist es halt weit hergeholt. Okay. Wenn du Leute erschrecken willst, könnte ich dir helfen. Hä? Mir helfen? Wie? Ich könnte versuchen. Was? I could try to find some. Achso, ich könnte versuchen, ein paar Passanten für dich zu finden. Aber natürlich. Also natürlich würde ich ihnen sagen. Da ist eine Vogelscheuche hier drüben. Und die ist echt allein. Und sie würde gerne die Aufmerksamkeit anderer Leute auf sich ziehen. Mit Streichen. Bitte sprecht zu ihr. Was? Okay, warte. Am besten mache ich übrigens bisher die Geschichte mit der Frau und dem Baby. Ja, das war bisher die einzige Geschichte soweit, oder? Also die mit der Fruchthochzeit fand ich jetzt, ja, stimmt, obwohl das ist auch so eine komische Legende. Aber ja, so eine Urban Legends sind irgendwie immer voll spannend. Da kommen bestimmt noch mehr. Ich bin gespannt. Also bis jetzt waren das irgendwie auch nur so ein paar Tales, die nicht gruselig sind eigentlich. Mal gucken, was da noch kommt. Warte eine Sekunde. Oi! Mann, du wirst das nicht wirklich machen, oder? Schreib das einfach auf seinen Körper, so dass jeder, der hier vorbeigeht, das sieht, also diesen Guy, was? Pass the Sky kurz. Jeder, der den hier passiert, das sieht.
Was? Dieses kleine Ding, was aussieht wie ein Entenei. Du bist so gemein. Ja. Kiara-chan, schreib es einfach direkt auf sein Gesicht. Nein, bitte nicht. Bitte, ich flehe dich an. Ich frag mich alles. Ich werde dir alles erzählen. Okay. Dann muss ich dich wohl fragen. What's on your mind? Oh, what? Okay. Also was würdest du gerne wissen? About the bones? The Fox Wedding. Ich würde eigentlich. Ach gut, wir können alles fragen. Gut. Also über diese Knochen. Lass mal sehen. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das ist die. Aber diese Person ist hier der Stationsherr. Ach cool, das ist ja Matsuyama Dingensbla, der sich erhängt hat. Okay, warum ist der hier hinten? Oder wohnt er in diesem Kifuya da drin? Also in diesem Haus. Also hier steht der Kifuya. Wohnt er da drin? Er hatte nicht. Keine Ahnung. Aber das Huhn war oben. Müsste doch oben. Egal. Ist doch egal. Stationsmeister? Also dieser Matsuyama Masao, der sich selbst erhängt hat? Ah, genau, das ist er. Aber er hat gar keinen Suizid begangen, ne? Dieser Shop hier, hier da vorne, das ist Matsuyamas Haus. Ah, tatsächlich, der wohnt da drin. Okay, gut. Ich denke, es war so, ja, so ungefähr drei Jahre zuvor. Einige Dorfbewohner haben was barged, also sind in Matsuyamas Haus einfach reingestürmt und sie hatten offenbar eine ziemlich heftige Unterhaltung mit ihm. Ich erinnere mich nicht wirklich daran, worüber sie gestritten haben, aber ich bin mir sicher, Matsuyama hat sich nicht selbst gekillt. Ich würde eher sagen, er wurde von diesen Leuten erhängt. Warum sollten die Dorfbewohner ihn erhängen? Naja, wahrscheinlich aus irgendwelchen religiösen Gründen. Ich erinnere mich vage, dass diese Leute irgendwas gerufen haben wie, du Bastard, warum hast du uns betrogen? Betrogen? Nachdem Matsuyama gestorben ist. Ja, da ist dieses Dorf, die Village ist vorbei. Die Dorfbewohner haben seine Frau, haben seiner Frau verboten, ihn zu begraben. Also auf dem Dorffriedhof, Friedhof. Tja, also wurde hier einfach auf diesem Melonenfeld verbuddelt. Also. So, das hat sie halt schnell gemacht, ne? Unter dieser Melone, die so schön reif war. Und bestimmt super lecker schmeckt. So. Die will ich immer noch haben. Bring sie mir. Okay. Nicht lange danach, keine Ahnung, ist Matsuyamas Ehefrau in den Fluss gesprungen und hat sich selbst, ersäuft. Ja, das. Was für eine unglückliche Familie. Okay. Die Fuchshochzeit. Ich erinnere mich sehr deutlich. Das war ein sehr lebhafter Tag und die Yokai von überall her kamen. Tell mir. Erzähl mir einfach, in welchem Jahr stattgefunden hat. Ich kann mich nicht so wirklich an das Jahr erinnern, aber ich bin mir sicher, es war im frühen Frühling. So, Anfang Frühling. Ich erinnere mich, dass das Jahr, dass das... Was? But I remember that year was the time... Also das Jahr war die Zeit, in der die Schule fast geschlossen wurde. Oh, da muss man oben nochmal gucken. Füchse mögen es halt nicht von Menschen gesehen zu werden.
Gerade auch, wenn es Kinder sind. Weil die Schule in diesem Jahr geschlossen wurde, ja, wurde der Ort ziemlich, keine Ahnung, desolate. Ja, also war die Hochzeit ziemlich spektakulär. Ich erinnere mich, dass das da war. Okay, ich denke, ich hab's. Hi! Hey, bist du dir sicher, dass du nicht noch mehr hören möchtest von meinen großen Erinnerungen von diesem Tag? Irgendwie, was da passiert ist? So, voll coole Sache. Ich werd's bald selbst sehen. Hä? Okay. Das haben wir. Cool. Okay, offenbar weiß jetzt das Jahr. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich lauf nochmal hoch. Ah, können wir, glaube ich, nicht mehr hin. Shit. Ah, shit, da kommen wir gar nicht mehr hin. Da ist doch die komische, gruselige Frau. Oder können wir da doch nochmal hin? Warte mal. Okay, tschüss. So, wollen wir mal sterben? Oh, you know what? Komm, wir probieren das mal. Warte mal. Die ist immer noch da, die gruselige Ische. Wir speichern. Wir laufen jetzt mal... Oh, die Musik ist gruselig, ne? Wir laufen jetzt mal... Können wir nicht vorbei? Was passiert jetzt? Okay. Oh, echt? Wir sind echt gestorben, ne? Das war echt Game Over. Ja, Sprint. Warte, look for clues before... Ja, ich weiß halt nicht. Know the maps. Ich kenne die Map. Das Problem ist aber... Das Problem ist halt, wir müssen an der vorbei. Aber vielleicht wissen wir auch so noch das Jahr. Ich probiere mal kurz. Erinnerst du dich noch, wann diese Schule geschlossen werden sollte? Das Nensha würde nicht funktionieren, wenn du es falsch machst. So, dann lass uns mal starten. Ich glaube, es war 1982. Ich probier's mal, ne? Ich glaube, es war 1982. Und keine Reaktion. Ah, Mist. Wenn du das ja vergessen hast, dann müssen wir nochmal an das Notizboard, das vorne am Village war. Oh, shit. Aber ich weiß nicht, ob die Frau, die ihr Baby hält, also dieser rastlose Geist, ob die noch da ist. As we won't go wrong if we are careful. Oh Gott, ja, wir würden... Ah, das war... Shit, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ach, Kacke. Ich mag das nicht mit den Pfeiltasten hier, oder? So. Warte. 1992. Tschüss. Warum ist da ein Hund? Hä, was ist das? Ist das Baby? Okay, ich gehe. Tschüss. Können wir da gehen? Oh. Der restlose Geist ist verschwunden. Wir sollten jetzt sicher sein. Lass uns mal sehen, ob wir noch andere Hinweise finden, die wir vielleicht verpasst haben. Ernsthaft jetzt? Die sind weg? Aber die Musik ist noch da. Warte mal, wir gucken hier nochmal rein. 1, 3, 5. Der war 62. Das müssen wir uns auch mal merken, irgendwie. Das war 95. Kann die Musik bitte jetzt aufhören? Ich denke, sie sind weg. Was soll denn das hier? Mensch. School Closure. Also das war auf jeden Fall 1995. Okay, ich hab mich... Warte mal. Will be closed down officially by March next year, also 1996. Okay. 1996 wurde die geschlossen. Und hier ist nichts. Und was sollen wir hier jetzt genau gucken? Wir verpissen uns jetzt. Tschüss. Oh, warte mal. Ganz kurz. Können wir jetzt reingehen? Die kam hier raus. Wieso können... Ein unbewohntes Haus. Wieso können wir da nicht reingehen, wenn es unbewohnt ist? Oh. Die Musik hat jetzt auch aufgehört, ne?
Okay, na gut. Okay, 1996 probieren wir mal. Hä? Ja, wir probieren mal 1996. Okay. Das hat funktioniert. Oh, das Telefon reagiert.